Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Feindes. Krian ist Godfather und spielt hier immer noch mit der Piraten-Map. Und ja, wer von euch das Format nicht kennt, es geht darum, Krian nimmt eine Folge Town of Salem auf, ich nehme eine Folge auf und dann kommentiert der jeweils andere das Ganze. Also auch gerne mal beim Krian mit reinschauen. Und ja, Krian ist Godfather in der All-Any-Runde. Es sind 5 Mafiosos. Das kann gar nicht so schlecht werden, sag ich mal. Krian ist Edward Bishop, nicht Krian. Was ist denn da los? Krian, warum bist du nicht Krian? Aber er schreibt zumindest rein, alles Noobs außer Mutti. Und das ist die Hauptsache. Klagenfurt wird hier distracted von der Jennifer Aniston. Hello, fellow Italians. Krian sagt hier, wir wollen Venus Toucher. Okay, Krian schreibt, warum er nicht Krian ist. Da ich mit Blank Wolf spiele. Oha. 5. Versuch, bam. Kenne ich nur zu gut. Also wir haben halt die Regel, dass man keine Runde schickt, wo man halt direkt in der 2., 3., 4. Nacht stirbt. Im Optimalfall lebt man halt bis zum Ende oder stirbt halt eine Nacht, bevor es vorbei ist. Und ja, dementsprechend kann es durchaus sein, dass man mehrere Anläufe braucht, um so eine Folge aufzunehmen. Klingt komisch, ist aber so. Aaron Proudfur wurde hier umgebracht. Ey, Aaron? Dog of Salem, Aaron. Gibt's von Key und Peele, zwei schwarzen amerikanischen Comedians, gibt's eine Folge, die sich darum dreht, dass ein Substitute Teacher, also ein Ersatzlehrer, in eine Klasse kommt und die ganzen Namen so ausspricht, wie sie, ich sag mal, stereotypisch von afroamerikanischen Schwarzen verwendet würden in Amerika, im Ghetto. Und da heißt einer halt auch Aaron und er sagt, ey, Aaron! Und ja, wer ein bisschen schwarzen Humor hat, Key und Peele, geile Sache, machen super Sketche. Lohnt sich vorbeizuschauen. Haben auch, ich glaube, auf YouTube einen Channel, beziehungsweise über Comedy Central oder so. Ja. Krian bemitleidet hier den Doktor schon. I bet it was Klagenfurt. Paris Hilton beschuldigt Klagenfurt. Klagenfurt ist gar nicht damit einverstanden. Ich meine, ich würde mich auch nicht von Paris Hilton beschuldigen lassen. Ja, stimmt. Jetzt, wo Krian es schreibt, a lot of girls, da sind echt eine Menge weibliche Skins vertreten. Hier Venus Toucher, Ariana Grande, Jennifer Aniston, Banana, weiß man natürlich nicht, ist unisexuell, Klados, Monty, Paris Hilton, aber mit männlichen Skin, AFK, Nicole Richie, wahrscheinlich jeder ist das Theme bekannte Frauen gemacht. So. Krian lässt auch noch drinstehen, dass er mit Blank Wolf spielt. Interessiert hier jeden bestimmt brennend in der Runde. I'm amnesiac. Ja und? Interessiert doch keinen. Ich meine, bist du halt amnesiac. Du könntest böse oder gut werden, daher. No proof, I'm voting inno, sagt AFK. Aber AFK müsste doch AFK sein. Nicht mal in der Rolle kann er hier spielen. Der oder die AFK. So. Klados ist natürlich Teil der Mafia. War zu erwarten. Und mein Handy ist noch auf Vibrationsalarm. Das muss ich natürlich gleich mal ändern. Hier gleich mal lautlos machen. Oh. Das war's mit Klagenfurt. Klagenfurt ist abgesoffen. Aber ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So ist das mit Klagenfurt. Klimaerwärmung, das Meer steigt und selbst Klagenfurt wird nicht überleben. Krian schreibt hier auch schon wieder pur amnisch. Ich meine, er ist traurig über den Doktor, der gestorben ist und den Amnesiak. Warum sollten zwei immun sein? Achso, zwei irgendwie, zwei vor Venus Toucher. Ich hab's gedacht, der meint dass Mafioso unabhängig tötet, aber da ist auch gar kein Mafioso drin. Da ist ein Janitor, ein Forger, ein Konsort und ein Framer neben dem Krian. Eine schöne Mischung. Ich finde es besser, wenn man Consulier hat, aber okay. Kann man ja nicht ändern, ne? Kann man ja nicht ändern. So, Krian greift jetzt Monty Kuhn an.
Paris Hilton wird geframed. So. Jo, jo, jo. Vier Tote. Bam. Gucken, wer alles getötet hat. Monty Quinn lief da auch direkt. Sagt, scheiß drauf, ich wurde umgebracht. Kein Bock mehr. Einfach mal gehen, ja. Sei ihr freigestellt. Vino ist immun. Ja, Krieger. So ist das. Da wurde auch gecleant vom Janitor. Da macht wer seine Arbeit. Ich sehe schon. Profis hier bei der Mafia. Profis. Oh, Paris Hilton ist auch gestorben. Gedeidet. Die war wirklich Bodyguard. Also was heißt wirklich? Krieger klemmt's ja auch, deswegen wären es mit ihm halt schon drei Town Protectors. Ist natürlich möglich, wir befinden uns schließlich in einer All-Any. Aber ja. Aber Krieger denkt sich auch, okay, das ist ein bisschen blöd, deswegen ändert er seine Rolle in Sheriff. Ja, Muis. Ja, Krieger, sie im Schreiben ist nicht so einfach, ich weiß. Mui, not suspicious. Wurde gerade der zweite Bodyguard vom Vigilante erschossen. Geil. Random Shooting Vigilantes. Und Krieger wurde nicht beschossen. Was ist denn da los? Das verstehe ich nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, das müsste eigentlich in den AGBs von Town of Salem festgelegt werden. Wenn ein Vigilante random schießt, muss er Krieger beschießen. Burn, baby, burn. Ja. Das hast du gut erkannt, Krieger. Ja. Banana macht jetzt einen auf Mafia. GLaDOS hat Angst. Also, Banana ist wahrscheinlich Jester. Bis eben vielleicht noch Dings gewesen, Executioner. Ah, der Lever ist auch schon tot. Krenn schreibt hier auch. Ja, Mendigo sagt auch schon direkt, Banana ist Jester. Ganz klar. Mal gucken, ob sie Venus Toucher. Ja, sie wählen ihn. Ich meine, die würden ja allein schon 5 Votes durch die Mafia bekommen und die reichen daher. Daher YOLO, die Mafia kann machen, was sie will. Aber die Asos müssen halt sterben. Weil die können schon töten. Das ist natürlich. Venus Toucher schreibt einfach cool. Cool, ich wurde hochgevotet. Alles super cool. Krieger votet hier auch guilty. Wäre natürlich lustig, wenn es vorher ein Ex war, jetzt Jester ist. Und Krieger, ja, wird er noch abstain? Oh, ja. Yep. Er wollte noch wechseln, aber zu spät. 3-Sekunden-Regel. Das ist wie wenn Essen auf den Boden fällt. 3 Sekunden warten die Bakterien, bevor sie es befallen. Und der Schmutz. Das ist genauso hier beim Abstain. Man muss 3 Sekunden vorher draufklicken. Sonst wartet das Spiel nicht mehr. Krieger will dem Jester helfen. Why doesn't Arsonist keep him? Naja, meistens sind Arsonists ja schon irgendwie geistig ein bisschen. Okay, die stirbt immer noch, okay. Haben ja geistig irgendwelche Probleme meistens und dementsprechend also so Tagebücher schreiben oder so. Auf jeden Fall. Du hast die Tage für die Uni extra nochmal den Film 7 gesehen und der Psychopath da drin, der schreibt ja auch Tagebücher, mehr oder weniger. Ja, wenn Monty, Monty Bar, Hexe Monty ist ja schon tot. Okay. Okay, 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 okay. Also auch eine interessante Zusammenstellung. 2 Bodyguards, Vigilante, die Doktor. Aber Town war, glaube ich, ziemlich im Arsch.
Ich meine, 5 Mafia, 2 Arsonists. Also ist schon nicht ohne. Oh, und es scheint ein Veteran zu geben. Und der Veteran ist Nicole Richie. Naja, Nicole Richie, der alte Veteran. Wusste ich's doch schon immer. Die war im Krieg. Oh, da fährt ein lautes Auto rum. Auto, hör auf rumzufahren. Die fahren manchmal Autos rum, die sind laut, ja? Das glaubt ihr gar nicht. Okay. Völlig schwachsinniger letzter Wille, aber in Ordnung. Kann man mal machen. Oh. Oh, also nicht. Okay. Also wenn der jetzt nicht Chester ist, sondern Escort, ist ja ganz anders aus. Hat die Mafia trotzdem gewonnen? So, wen wollen Sie jetzt lynchen? Okay, wenn Jennifer, nee, Nicole jetzt mitspielt, ist das Spiel auch vorbei, weil, mein Gott, die kann eh nicht mehr gewinnen. Und ich meine, wenn die jetzt einfach guilty votet, ist es vorbei. Der Chester gewinnt auch, die Mafia gewinnt sowieso. Daher, mein Gott. Könnten sie ja mal ruhig machen. Außer die besuchen jetzt in der nächsten Nacht alle Nicole. Und sie macht einen auf Bam Bam Bam, Veteran-Style. Und ja. Warum voten die überhaupt noch? Ist doch abgesprochen. Gut. So geil. Die voten alle drei mit. Bis auf den Krieger. Warum machen die sowas? Why? Haben die einen Todeswille? Ich glaube halt schon. Banana! So geil bei die Minions der Film. Banana! Sehr schön. Paris Hilton war sein Target. Ist auch interessant. Ich meine, so aus der Konstellation, da könnte man einen Thriller draus machen. Was ist so eine Executioner, der Rache für irgendwas sucht und Paris Hilton als das Vorzeigepüppchen aus Hollywood, ja, Millionenerbin, spendet aber auch viel Geld, muss man auch sagen. Sie ist nicht nur die Schlampe, als die sie dargestellt wird in den Medien, zumal sie ja nicht mehr wollte, dass dieser Porno von ihr auftaucht. Also offiziell natürlich nicht. Inoffiziell, keine Ahnung. Kein Lieber, stimmt. Alter, krass. Krass. So. Ja, sie ist tot. Chester hat sich dran gehalten, schön. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche, weil heute ist Montag, wenn ihr es gerade guckt. Also vielleicht auch ein anderer Tag, aber ihr könnt es frühestens montags sehen. Und ja, dementsprechend bis zum nächsten Mal und ja, bye bye.